dran werden, Digga. Ja, Mann. Aber wir gehen weiter in Ben Bugatti rein, Digga. Das ist kein interessantes. Gangsign, Digga. Da. Ich schwöre, ich hab schon die komischen Gangzeichen. Ein Zuschauer hat mir bei Instagram geschrieben und mich gefragt, was die ganzen Gangzeichen überhaupt bedeuten. Darauf wusste ich. Guck mal, bitte, ey, guck mal. Za. Ja, mach weiter, hoffentlich. Digga. Ich hab mein Handy still, Digga, ich sag ehrlich. Hä? Alles gut? Hatte ich keine Antwort, also habe ich ein bisschen recherchiert und eine Akte gefunden, in der die ersten Gangsigns aufgelistet sind. Natürlich gibt es mittlerweile diverse andere Gangsigns, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Aber durch die Grundpfeiler der Gangzeichen kann man sich einen kleinen Überblick machen und ein wenig zwischen den Zeilen lesen. Das ist so krass, Digga! Clip. Blurred, groß und klein geschrieben. VL für Vice Lord. IVL für Insane Vice Lords. Latin King. Also in Amerika darf man echt keine komischen Handzeichen machen, Digga. Du machst das schon. Am Ende des Tages, die packen dich, Digga, weil die denken, du bist ein Feind von denen. Westside. Da ist kein jeder Westside, man. Southside. Oh, ey, schön. Northside. Herzlich. King. Oh, King. Doppelter King mit einer Dreizackkrone. Wäh. Blurred ausgeschrieben. Blurred ausgeschrieben? Wo ist das ausgeschrieben, Kapi? Hä? IC für Insane Crip. Boah. IC für Dings da. In Character, GTA. Oh, shit, doch mal kurz. Eastside. Eastside. Blurred Killer. CK für Crip Killer. Digga. Doppel K für King Killer. Dreizack Krone. PNPB Gang. FNPB Gang. TNPB Gang, FNPB Gang. Ja, das ist heftig, Mann. Ich feier das, ich schau, Mann, ist. Ich feier das richtig. Stern. Das ist echt Fingerakrobatik, ja? Ja, klar. Mit sechs Ecken. Stern. Boah, das ist heftig, Alter. Stern mit fünf Ecken. Stern mit fünf Ecken. Mhm. Man kennt's. Six Killer. Und die musst du dich alle selber beibringen. Geil, Bruder, geil, du hast sie gefickt, Bro. Großes BK für Blurred Killer. Blurred mit einer umgekehrten Dreizackkrone. Crip A-Baller Gang. Tiny Rascal Gang. Blurred mit zwei Händen ausgeschrieben. Boah, was hast du mal gesehen? Das ist echt heftig, ja, ich schwöre, das muss man sich auch alles merken und so, ne? Falls du irgendwie Gangmitglied siehst und so, du machst aber immer so, Bruder, lass mal, ja? Das ist krass. Das ist echt krass. Blurred mit zwei Händen ausgeschrieben. SBP für Southside Beach Posse. Und so geht es immer weiter. Krass. Jetzt können wir uns den Typen von Anfang nochmal mit unserem Halbwissen angucken. Aber selbst. Ich hab alle vergessen, ne? Ich schwöre, Digga. Glaub mir besser, wenn du alle vergisst sogar. Einfach, wenn du in Amerika ist, die Hände nicht benutzen für irgendwelche Zeichen oder so. Mit unserem Halbwissen werden wir eine Sache ganz schnell bemerken. Blood. Crip Killer. Habt ihr es bemerkt? Das Ganze rumgefuchtelt. Das ist doch nicht mehr normal, was der macht. Digga. Ergibt gar keinen Sinn. Was hat man davon, jemandem mit Zeichensprache zu sagen, dass man ein Killer ist? Ich hab das nie kapiert, Mann. Aber wenn ihr Bock auf solche Storys... Ey, krass, ich schwöre, interessant, ja. Also Amerika, Digga, macht da keine Handzeichen am besten, Digga. Am Ende, die denken echt, ihr seid Feinde von denen und so und ballern dich einfach ab, so. Lass Scheiß das. Lern mal auswendig. Ja, lern mal auswendig. Bruder, lass. Niemals. Bis nächste Alles Woche. Gut, Digga. Ich will auch irgendwann nach Amerika. Ich kann das doch nicht auswendig lernen. Lassen wir das einfach sein, Digga.